Parameter. Parabel. Dichte Funktion. Zufalls. Quadrat. Größe. Wurzel. Varianzen. Dividenden. Gleichungen. Axiome. Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlichkeitstheorie. Flächenstück. Brüche. Kreisum. Summenformen. Binominal. Binominalverteilung. Koeffizienten. Verteilung. Normalverteilung. Signifikanzniveau. Hypothese. Gemeinsame Nenner. Dichte Funktion. Funktion. Statistiken. Ergebnis. Mathematik. Aufgabe C. Und am besten liest es dir mal vor. Ich unterrichte auf allen Stufen, weil es spielt nicht eine Rolle, welche Art Mathematik, sondern die Schwierigkeit ist, dass die meisten Schüler aus irgendeinem Grund Angst haben oder sich nicht getrauen oder finden, es ist kompliziert. Vor allem bei Prozentrechnungen, ob man es jetzt geteilt oder mal rechnen muss, weil ich kann das nicht erkennen aus dem Text raus. Also der Zusammenhang, ich kann keine Gleichung aufstellen damit. Statt dass man schaut, ja, was will der eigentlich von mir? Ah, der will sich eins und eins zusammenzählen. Das ist einfach, das gibt zwei. Aber wenn ich es nicht sehe, wenn ich nicht sehe, was gefragt ist, dann wird es schwarz vor Augen. Und dann komme ich nicht weiter. Dann brauche ich Hilfe. Oliver, wir machen Prozentrechnung. Bist du gut im Prozentrechnen? Vor den meisten Prüfungen bin ich immer mehr darauf konzentriert, was passiert, wenn es schief läuft, anstatt was ich tatsächlich... Wenn du sagst, das kann ich nicht, dann bist du von Anfang an gerade weg vom Fenster. Da hat es eine Matheaufgabe und als erstes macht man die Augen zu und sagt, das kann ich sowieso nicht. Und an dem Punkt ansetzen und herausfinden, warum machst du die Augen zu und warum willst du es nicht wissen? Oder was weißt du eigentlich schon? Die Antwort muss sein, das kann ich noch nicht. Und jetzt wissen wir noch nicht, aber das können wir jetzt ausrechnen. Wie viel ist denn der Anteil Wasser und wie viel ist der Anteil Land? Wasser sind 300 Millionen Quadratmeter. Ja, aber ich wollte das in Prozent. Jetzt muss man anfangen umrechnen, oder? Zwei Schokostängel ist 1 Franken. Was kostet dann 500 Schokostängel? 250. Hey, das geht. Solange es kein Prozent hat, geht es. Sobald es Prozent hat, macht es Schuck, das kann ich nicht. 90% von dem, was ich müsste erzählen, wissen die schon. Aber sie bringen es nicht auf die Reihe, weil sie irgendwo denken, das ist eine Mathe, das muss schwierig sein. Das ist dann total. Ja, 100%. Und das ist immer 1. Also wenn eine Erdkugel, 100% ist immer 1. Das ist Grundlage. Neugier. Neugier. Wo ist die Neugier vom Schüler? Und wo ist der Leckmer am Arsch vom Schüler? Ich könnte 100 Schuss. Voilà. Warum sieht er sie nicht? Warum will er sie nicht sehen? Warum stellt sie ihm ab? Das, was er zu finden, das ist das, was mich interessiert. Wo ist das Mäuerli, über das man übergumpen muss? Am Schluss weiss dann die ganz viel mit dem Prozentrechten, nur du nicht. Was ist mal schön etwas anderes. Der Ben ist super, er checkt alles. Weil er viel, also andere Technik hat, um mir das zu zeigen. Und wenn es mir gelingt, irgendwie die Angst zu nehmen, einerseits, und die Lust zu erzeugen, andererseits, dann ist die Magie gelungen. Die Art und Weise, wie er es erklärt und wie er oft halt ein bisschen Metaphern und Analogien mit reinbringt. Und jetzt habe ich noch mal etwas anderes, das ich festhalten kann, wenn ich nicht weiss, wie es weitergeht. Er ist ein toller Dude.